der Leistengegend und so muss er hier erstmals zwischen die Pfosten. Pierre Kleinheider, 23 Jahre jung, Neuzugang vom FSV Frankfurt. Ein Blick auf die anderen 10 Hallenser und wir sehen eine weitere Änderung im Vergleich zur unglücklichen Niederlage am letzten Wochenende. Toni Schmidt spielt für Akaki Gogia, der hatte sich ja verletzt, sitzt aber immerhin auf der Bank. Ansonsten alles wie gewohnt, wie gehabt im 4-2-3-1. Ein freundlicher Blick noch vom Chef, die Laune stimmt, trotz der bisher 0 Punkte. Jetzt aber hinein ins Spiel. Der HFC in weiß-schwarz von rechts nach links. Das ist Brückmann, Pierre Merkel. Erste Minute, erster Abschluss. Halle wirkt hier erstmal nicht verunsichert. Was macht Holstein Kiel? Der ungeschlagene Aufsteiger bisher nicht viel. Das aber sieht gut aus. Kaspar Johansen, Marc Haider, 1:0. Achte Minute, erster Angriff. Erstes Tor. Geht das schon wieder los? Franke zu spät gegen Haider. Latschep nicht ansatzweise auf Ballhöhe und auch Pierre Kleinheider sieht da nicht wirklich gut aus. Kein Fehler. Aber ist er da energischer, zielstrebiger? Kann er vielleicht etwas bewirken? Hätte, wenn und aber. Der HFC nach gutem Beginn zum vierten Mal im vierten Punktspiel in Rückstand. Halle in der Folgezeit ohne Linie, ohne Struktur. Kiel allerdings auch nicht wirklich glanzvoll. Pierre Merkel und da stimmt einfach mal nichts. Schusstechnik, Körperhaltung, alles mangelhaft. Der Neuzugang aus Braunschweig ist Zweitliga erfahren. Da darf man doch mehr erwarten. Bisher nicht viel zu sehen, aber aufgepasst. Das ist wieder Merkel. Ähnliche Situation und das sieht doch gleich ganz anders aus. Na bitte, es geht doch. So eine Szene, die wird ihm gut tun. Ganz klar, mit der Verpflichtung von Fugoholm droht ihm künftig erstmal die Bank. Und so sieht es auf der Kieler Bank aus. Das ist Carsten Neitzel, den kennen wir. Der war mal in Halle als Spieler aktiv. Nächste Szene, Einwurf Kiel, Fabian Wetter. Und der kriegt Flankencharakter. Raphael Casior, 35. Minute. Latente Gefahr für Pierre Kleinheider, aber eingreifen muss er nicht. Die großen Torchancen sehen wir weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Kurz vor der Halbzeit Halle mit Schwierigkeiten beim Spielaufbau. Zu wenig Bewegung ohne Ball. Beide Außenverteidiger gänzlich ohne Offensivdrang. Verzweiflung. 1:0 Kiel, so geht es folgerichtig in die Halbzeit und ihm ist eine gewisse Nervosität irgendwie anzumerken in der ein oder anderen Szene. Die zweite Hälfte. Halle hat gewechselt, Brückmann und Bertram raus, Zeiger und Gogia rein. Und der Ex-St. Paulianer fügt sich gleich ordentlich ein. 47. Minute, der HFC offenbar gewillt, hier einiges zurechtzurücken. Gogia im offensiven, zentralen Mittelfeld unterwegs. 3 Minuten später, Holstein gedanklich schneller. Zeiger pennt. Haider, aber diesmal Franke rechtzeitig zur Stelle. Sven Köhler, vor 1,5 Jahren gab es hier ein 0:0 mit Wagefeld und Littenhahn. Sind heute nur noch 2 Spieler seiner damaligen Mannschaft auf dem Feld. Bemerkenswerte Fluktuation. Nächste Szene, wieder die Gastgeber. Kaspar Johansen, einer der auffälligsten. Nicht brandgefährlich, aber ansehnlich. Knappe Stunde vorbei, Kiel inzwischen wieder überlegen. Die versuchen es auch mal schnell und direkt. Ganz anders der HFC. Da geht immer weniger zusammen. Keine Anspielstation, kein Zug zum Tor. Toni Lindenhahn, leider typisch diese Szene. Nach 70 Minuten dann der letzte Wechsel. Bei Halle Coyola für Franke, Innenverteidiger für Innenverteidiger. Nicht unbedingt ein Signal in Richtung Schlussoffensive. Und es beginnt die Schlussviertelstunde. Freistoß Mike Wagefeld. Pierre Merkel, Schmidt einen Schritt zu spät. Da blitzt immerhin mal so etwas wie Torgefahr auf. Merkel mit ansehnlicher Kopfballverlängerung. Er einer der auffälligsten, aber meistens in der Luft hängt. 1 Minute später wieder Freistoß HFC. Wieder Mike Wagefeld und das ist dann einfach zu wenig, auch vom Kapitän. Pierre Merkel, nur der sorgt hier manchmal für einen Abschluss.
Merkel inzwischen der Beste beim HFC. Aber dazu gehört heute nicht wirklich viel. Von Holstein in den letzten Minuten auch nicht mehr wirklich was zu sehen. Die sind bestimmt keine Übermannschaft Marcel Gebers und den sollte man eigentlich auf dem Zettel haben. Dreimal hat der Innenverteidiger bisher schon so oder ähnlich getroffen. Zeigenswerte Szenen gibt es hier inzwischen fast nur noch bei Standards. Daniel Ziebig auch von einem wie ihm muss mehr kommen und der wird sogar noch gefährlich. Zeiger ist es, der da anderthalb, zwei Schritte zu spät kommt. Und noch bleiben dem HFC ein paar Minuten, um wenigstens einen Punkt zu retten. Die Gäste haben inzwischen schon längst die Brechstange ausgepackt. Aber so wirklich effektiv ist das alles nicht. Im Gegenteil, Goria vertändelt hier den Ball. Dadurch die Möglichkeit zum Konter für die Kieler. Und das geht dann schnell. Und Pierre Heidenheider muss zum ersten Mal so richtig zupacken. Und das in Minute 84. Marcel Schied hatte da abgezogen. Und inzwischen läuft bereits die Nachspielzeit. 3 Minuten sind angezeigt. Kiel mit noch mehr Platz. Pierre Kleinheider hat gut aufgepasst, aber Holstein bleibt am Ball. Die können das jetzt ganz in Ruhe ausspielen. Wieder Kleinheider, klasse Reaktion. Der Keeper hält das letzte Fünkchen Hoffnung am Glimmen. Und dieses Fünkchen heißt noch einmal Freistoß. Letzte Szene des Spiels. Ziebig, Ball geblockt. Gugia, auch der verpufft. Das war's. Viertes Spiel, vierte Niederlage. Erik Butterbrot mit den Protagonisten einer Krise.